zweiter Vortrag. Okay, zuerst kurz eine Frage. Bin ich verständlich oder muss ich mich an diesem Mikrofon orientieren? Kann man mich so hören, wenn... Ich muss dieses Mikrofon. Okay, also ich bin gebunden. Okay. Ja, also ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen und mich sehr für diese netten Worte bedanken, aber auch natürlich für die Einladung hierher und für die fantastische Idee, eine Ringvorlesung dieser Art zu gestalten. Vor, ich denke, es sind 10 Jahren, hat der Landwirtschaftsminister damals von Holland verkündet, dass zumindest in seinem Ressort Tierschutz das zentrale Thema des 21. Jahrhunderts wird. Und ich sehe auch irgendwie an dem Interesse, das hier zunehmend stärker wird, dass er möglicherweise Recht behält. Ich selbst bin seit geraumer Zeit, wir haben es gehört, im Tierschutz, im Umweltschutz aktiv, habe eben Mathematik, Physik studiert und bin da auch während meiner Arbeit an der Universität in sozusagen Kontakt geraten mit Tierschutzproblemen. Einerseits über Tierversuche. Also ich war damals beschäftigt in einer Arbeitsgruppe mit dem Ozonloch, das damals ein wichtiges Thema war, 86 entdeckt, eh auch von meinen Kollegen. Und ging es um die Frage, was passiert, wenn man unter diesem Ozonloch steht, wenn keine Ozonschicht da ist und so harte Sonnenstrahlung runterkommt. Und meine Kollegen haben damals aus dem Tierstall Tiere geholt, haben sie rasiert, haben sie dann angebunden in eine Apparatur, ähnlich wie so ein Overhead-Projektor, und haben sie dann bestrahlt. Und mich hat das also zutiefst entsetzt, wie man so etwas tun kann. Menschen, die mir ganz normal erscheinen, mit mir bei der Kaffeepause plaudern und dann stehen sie auf und quälen ein Tier zu Tode. Das ist jetzt das objektive Fakt. Sie rechtfertigen das natürlich in der einen oder anderen Weise. Ich für meinen Teil fand es ziemlich verrückt. Ich habe mich dann eben dieser Frage stellen müssen, bin ich verrückt, dass mich das so entsetzt? Oder sind die verrückt, dass sie so etwas tun? Eine weitere Arbeitsgruppe dieses Instituts war mit Wasserverschmutzung beschäftigt und es hat sich herausgestellt, 9 von 10 Fällen von Wasserverschmutzung sind Tierfabriken und da wurde eben immer wieder so eine Exkursion veranstaltet, um dort sozusagen das Leck zu suchen. Auch da war ich dabei und habe eben diese großen Schweinefabriken von innen gesehen. 1000 erwachsene weibliche Mutterschweine in diesen körpergroßen Käfigen ohne einen Strohhalm, ohne ein Fenster, ohne Luft, dicht an dicht nebeneinander. Furchtbares Geschrei, furchtbare Versuche, sich zu wehren, aus diesem Gerüst rauszukommen. Auch da wieder habe ich mich entsetzt und habe mich gefragt, wie läuft das in dieser Gesellschaft? Und deswegen bin ich dann letztendlich auch ausgestiegen und habe Philosophie studiert, extra um diese Frage zu behandeln. Und ein bisschen davon möchte ich erzählen, was ich da sozusagen herausgefunden habe. Und zwar, wenn man in der Kulturgeschichte zurückgeht und die Aufzeichnungen, die es eben gibt, sich anschaut, dann erkennt man, dass in der klassisch-griechischen Antike Aristoteles hier sehr deutlich ein Verhältnis zwischen Mensch und Tier dargelegt hat, das mich ganz stark an diese Standpunkte erinnert hat, die hier meine Kollegen eingenommen haben. Aristoteles, mit seinem Perfektionismus, ging davon aus, dass es also hier ganz perfekte und dann immer imperfektere Wesen gibt, die eine klare Hierarchie bilden. Man kann diese Hierarchie sozusagen daran erkennen, wie gescheit sie sind. Und diese Hierarchie spiegelt auch einen ethischen Wert wider. Diejenigen, die weiter unten sind, sind für die Übergeordneten da. Und er identifiziert klar die weißen, männlichen, griechischen Bürger, die nicht behindert sind, die sind diese Spitzengruppe. Darunter gibt es dann die Frauen, die sind für die Männer da, die Kinder für die Erwachsenen, die Nicht-Griechen, die Barbaren für die Griechen und die Tiere für die Menschen. Und wenn ich meine Kollegen frage, wie können sie sowas machen oder wie könnt ihr sowas machen mit diesen Tieren, dann sagen sie mir, wieso, die sind ja sozusagen minderwertig, die sind ja für uns da. Ich mache ja nur das, wofür diese Tiere bestimmt sind. Aristoteles sagt doch, es ist ein gerechter Krieg, diese Tiere oder auch Barbaren einzufangen und sich zu unterwerfen, sich gefügig zu machen, sozusagen sie zu zwingen, die Handarbeit zu übernehmen, während die Gescheiteren in Muße über die Welt sinnieren können.
Und das ist eben gerecht, hier Gewalt anzuwenden und diese Ordnung mit Gewalt durchzusetzen. Das ist ganz ähnlich wie meine Kollegen, die hier mit Gewalt diese Rattenmäuse aus dem Tierstall holen und dort anbinden und bestrahlen. Auch diese Tiere haben sich gewehrt, die wollten das nicht. Und man hat es einfach, oder die Kollegen, Kolleginnen haben das einfach mit Gewalt gemacht. Der gerechte Krieg, diese naturgegebene Ordnung herzustellen, die höherwertigen Menschen nutzen die minderwertigen Tiere. Das geht sogar so weit zu sagen, Menschen, gemeint sind eigentlich diese weißen griechischen nicht behinderten Männer, die können mit diesen anderen, diesen Tieren, diesen Sklaven, diesen Barbaren keine Freundschaft haben, die sind sich so weit sozusagen voneinander getrennt, dass man die gar nicht als eine gemeinsame Basis sehen kann. Dieses Bild der griechischen Antike spiegelt wieder, was dann, sagen wir, in dem Beginn des sozusagen unseres Staates hier sich abspielt. Auch hier eine klare Hierarchie, nur haben wir jetzt natürlich nicht die griechischen männlichen Bürger an der Spitze, sondern wir haben ein Feudalsystem, aber wieder ganz ähnlich eine Hierarchie mit einem Hochadel, Hocharistokratie, dann einer Aristokratie, einem Bürgertum, einer Landbevölkerung und den Tieren ganz unten. Auch hier ein ganz starkes Empfinden, dass diese Hierarchie sozusagen gottgewollt oder naturgewollt ist und dass man sie auch nicht mischen darf, dass man zum Beispiel nicht untereinander heiraten kann, dass das also klar hier alles festgelegt ist. Auch dieses Nutzen mit Gewalt, Leibeigenschaft, Sklaverei gibt es natürlich auch, den gerechten Krieg auszuziehen unter Kaiser Karl dem V., die spanischen Truppen, die nach Amerika gehen und dort diese halb wilden Menschen-Tier-Mischungen, die Indianer, Indianerinnen unterwerfen mit Gewalt. Ein gerechter Krieg, diese minderwertigen Wesen sich gefügig zu machen. Auch das sehen wir hier und auch hier die Tiere auf der untersten Stufe. Und dieses Bild, dieses Präaufklärungsbild wird dann historisch umgestoßen. Spöttisch sagt man, das aristotelische Axiom besagt, dass jemand, der von so einer Hierarchie spricht, immer sich selbst an der Spitze sieht. Nicht? Aristoteles identifiziert diese Hierarchie natürlich aufgrund seiner Sozialisation, weil er da hineingewachsen ist, und sieht aber sich und seinesgleichen an der Spitze. Und jetzt kommt ein Bildungsbürgertum, das über die Universitäten aufsteigt, kritisch die Gesellschaft betrachten kann, aber nicht an der Spitze steht und damit an dieser Hierarchie zu rütteln beginnt. Da stimmt etwas nicht, nicht? Und dieses Rütteln führt dann auch letztendlich zu der Revolution in Frankreich, zum Köpfen des Königspaars dort und zur Proklamation von gleichen Menschenrechten. Hier wie auch in Amerika gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Und die Basis dieser Gedanken der Aufklärung identifiziere ich in dem Körper-Seele-Dualismus. Wir haben eben dieses Phänomen, das man vielleicht so sich ganz leicht nachvollziehbar vorstellen kann, dass wir in einer physikalischen Welt umgeben sind von physikalischen Objekten, die hart sind oder weich, die schwer oder leicht sind, kalt oder warm, die schnell oder langsam sind, die man messen kann, die in der Zeit existieren, die mit der Zeit auch vergehen. Und daneben gibt es offensichtlich Objekte, die unter diese Kategorien nicht fallen, die seelisch sind, die immateriell sind, die scheinbar nicht den Naturgesetzen unterworfen sind, vielleicht auch einen freien Willen haben, der sich unter Umständen eben über Naturgesetze hinwegsetzen kann. Gefühle, Vernunft finden sich dort. Und die Idee ist jetzt, dass in Menschen neben diesem physischen Körper auch eine metaphysische, über die Physik erhabene Seele steckt, die eben kombiniert den Menschen ergibt. Und dieses Phänomen der Ungleichheit der Menschen wird eben dann auf den
Körper zurückgeführt, der meinetwegen verschieden sein kann, aber dahinter stehen diese metaphysische Seele, die ist letztendlich gleich bei allen Menschen. Aber bei Tieren, die an und für sich bis dahin sozusagen in einem kontinuierlichen Übergang auf Augenhöhe ein bisschen drunter vielleicht gesehen wurden, mit ähnlichen Bedürfnissen, wo es eigentlich selbstverständlich war, deren Gefühle ernst zu nehmen, die sollen jetzt nur Körper sein und keine Seelenqualitäten haben. Diese Idee, die letztendlich das Mensch-Tier-Verhältnis in der Aufklärung bestimmt, wird offensichtlich auch von zumindest gewissen Kreisen der katholischen Kirche so gesehen. 2003 ein Zitat hier vom Salzburger Weihbischof Andreas Laun, mit dem ich mehrmals die Gelegenheit hatte zu debattieren, der hier jedenfalls meint, durch die Seele unterscheidet sich der Mensch vom Tier. Menschen und Menschenaffen haben viel weniger gemeinsam als Menschenaffen und einzellige Amöben, weil die einen eben eine Seele haben und die anderen nicht. Übrigens auch dieser Satz von Aristoteles, dass man keine Freundschaft haben kann, auch sowas findet sich im katholischen Katechismus, wenn gesagt wird, dass man die Liebe für den Menschen reservieren soll und kein Geld für Tiere ausgeben. René Descartes erklärt diesen Umstand, einem zuerst, wenn man darauf gestoßen wird, sehr seltsam erscheinen soll. Da ist ein Mensch, der schreit, wenn ich ihm auf die Zehen steige. Da ist ein Tier, das schreit, wenn ich ihm auf die Zehen steige. Warum soll das eine ganz etwas anderes sein als das andere? Erklärt er durch drei Reaktionsebenen auf eine Sinneswahrnehmung. Nehmen wir das Beispiel, ich greife auf eine heiße Herdplatte. Das Erste, was dann passiert, ist, diese Hitze zerstört hier die Zellen an der Hautoberfläche. Es gibt sofort eine Nervenreaktion ins Rückenmark und wieder zurück. Innerhalb von Millisekunden kontrahieren die Muskeln und ich zucke mit der Hand zurück. Zack, heiß, zucke ich zurück. Dann dauert es eine Dreiviertelsekunde, bis der Schmerz einsetzt, der bewusste Schmerz. Jetzt tut es mir weh. Das heißt, auffällig, ich zucke, bevor es mir weh tut. Und dann realisiere ich, das tut irrsinnig weh. Und dann gibt es unter Umständen noch die Reaktion der Vernunft. Ich greife dort nicht mehr hin. Vielleicht dauert sie dann noch etwas länger. Bei dem einen mehr, bei der anderen weniger. Aber René Descartes' These, Tiere haben nur diese Nervenreaktion. Wenn Tiere einen Schmerz erleiden, dann ist das ein rein unbewusstes Zucken der Nerven. Die sind einfach verschalterne Maschinen, die einfach rein maschinell wie Automaten reagieren. Da ist kein bewusstes Schmerzerleben dahinter. René Descartes sagt das auch explizit, Tiere sind einfach Maschinen und deswegen haben wir natürlich einen ganz anderen Anspruch. Ihnen gegenüber. Also, die Hierarchie unter den Menschen wird umgestoßen auf der Basis der These, dass die metaphysische Seele oder diese metaphysische, nicht messbare, nicht empirische Vernunft alle Menschen gleich macht und bei Menschen existiert, bei Tieren aber nicht. Menschen werden daher zu Kulturwesen, es gibt für sie die Ethik, es gibt für sie das Gebot der Gleichberechtigung, während für Tiere überhaupt keine Ethik notwendig ist, weil sie sind letztendlich wie Dinge, einfach nur sozusagen Gegenstände der Natur und man kann sich dort nehmen, was man will. Es gilt das Recht des Stärkeren. Meine These daher, diese jetzt so stark gespürte Kluft zwischen Mensch und Tier, die wir jetzt hier empfinden in unserer Gesellschaft, weit verbreitet, entsteht dadurch, dass wir diese Hierarchie unter den Menschen umstoßen und die Menschen als gleich begreifen und dadurch einen großen Abstand zu den Tieren, die in der Hierarchie einfach stehen bleiben, kreieren, künstlich kreieren, der uns jetzt diesen Eindruck einer großen Kluft vermittelt. Das Menschenbild der Aufklärung in Form dieser Tabelle. Wir haben also den Menschen auf der einen Seite als Kulturwesen, das Tier auf der einen Seite als Naturwesen. Wir haben Gerechtigkeit, die wir nur den Menschen schulden. Bei dem Tier gilt das Recht des Stärkeren. Der Mensch darf nicht mehr besessen werden. Sklaverei ist entgegen dieser Menschenrechtsidee. Menschen können nur besitzen, sie können aber nicht
besessen werden. Umgekehrt, Tiere, die können nichts besitzen, sie können nur Besitz sein, sie können nur Eigentum sein. Der Mensch wird zum Person, zum Du, das Tier zur Sache. Der Mensch, die Seele, das Tier seelenlos. Auf dieser Basis hat der Mensch einen freien Willen, kann sich über Naturgesetze hinwegsetzen. Die Tiere sind rein eine determinierte Biomaschine, die man quasi vorausberechnen könnte, was sie tut. Es gibt keine echten Gefühle, es gibt keine Vernunft, es gibt nur Instinkt und Trieb, die als verschaltene, genetisch und durch Nervenbahnen verschaltene, fix ablaufende maschinelle Handlungen zu verstehen sind. Immanuel Kant sagt dazu, Menschen sind ein Zweck an sich, sie sind Selbstzweck und Selbstwert, sie geben sich selbst einen Wert, selbst ein Mensch, der ganz allein irgendwo lebt, einsam, hat den gleichen Wert, ganz wurscht, ob ihn jemand anderer kennt oder wertschätzt. Und auf der anderen Seite, Tiere haben überhaupt keinen Eigenwert, sondern sie haben nur noch einen Wert, den sie für Menschen haben. Ein Tier, wenn ein Mensch empfindet, dass dieses Tier für ihn wichtig ist, wenn es für ihn einen Wert darstellt, wenn es verkaufen kann, dann hat es genau diesen Wert und nichts darüber hinaus. Umgekehrt, wenn das Tier für keinen Menschen einen Wert hat, dann ist es wertlos. Man sieht das an vielen anderen Aspekten auch, dass dasselbe Verhalten oder dasselbe biologische Verhalten beim Menschen eine geisteswissenschaftliche Untersuchung ist, bei Tieren eine naturwissenschaftliche Untersuchung. Auch wenn wir über das Sexualverhalten reden oder auch das Elternbeziehung, all diese Dinge, es werden von einem grundlegend in einer anderen Form interpretiert. Menschen, der große Fortschritt der Aufklärung, werden zu einer Familie, einem Wir, wir Menschen. Auf der anderen Seite die Tiere, die werden zu einem die anderen. Wir erkaufen also oder haben in der Aufklärung diese Gleichheit der Menschen, diese Gleichberechtigung auf den Rücken der Tiere erkauft, indem wir uns sozusagen von ihnen absetzen und sie eben als ganz anders auffassen. Das Tier wird fast definitionsgemäß zum Nichtmenschen. Tierisch, die Charakterisierung von Tieren, ist nur negativ. So will kein Mensch sein. Und wenn ein Mensch so ist, dann ist das verwerflich, dann ist das negativ. Hemmungslos, instinktgetrieben, kulturlos, unzivilisiert, ungepflegt. Wenn ich mit meinem Hund zusammenlebe, kann ich sagen, viele dieser Charakterisierungen treffen auf ihn nicht zu, zumindest nicht mehr als auf mich. In diesem Sinne ist das ein soziales Konstrukt. Wir konstruieren uns dieses Tier, dieses tierisch, um uns absetzen zu können. Und natürlich auch, um auf der anderen Seite dieses Tier nutzen zu können. De facto ist es dann sogar so, dass wir Menschengruppen, die wir dann trotz aller Gleichberechtigung benutzen oder ausgrenzen, indem wir sie einfach zu Tieren machen. Wir verwenden diese ideologische Brücke, dass sie eh nur Tiere sind und sie daher für uns in dieser Weise verwertbar oder wir eben von ihnen uns abgrenzen können, sie abgrenzbar werden. Ich habe kürzlich einen Artikel und eine ganze Serie von Artikeln gefunden. Es gibt auch ein Buch von Gordon Hodgson von der Brock-Universität in Ontario in Kanada, der interessanterweise, nachdem ich diese Thesen aufgestellt habe in meiner Dissertation, sie empirisch-psychologisch untersucht hat, an verschiedensten Versuchsreihen, aber insbesondere an weißen Kindern, die 6 bis 10 Jahre alt sind und auch an deren Eltern. Er hat eben verschiedene Menschen mit verschiedener Hautfarbe und verschiedene Tierarten hat er einfach ihnen in Form von Bildern gezeigt und dann Emotionen und Persönlichkeitsmerkmale zuordnen lassen. Und da wurden eben manche als spezifisch menschlich gesehen und manche als allgemein. Und aus diesen Zuordnungen hat er dann geschlossen, wie groß die Kluft zwischen Mensch und Tier empfunden wird und auf der anderen Seite, wie stark diese weißen Kinder sich von anderen Menschen mit anderer Hautfarbe absetzen und diese eher den Tieren zuordnen. Und er kam darauf, dass es hier eine starke Korrelation gibt zwischen Menschen, die sich als höherwertig und ganz etwas anderes empfinden als Tiere, dass die auch eine Tendenz zum Rassismus haben. Wörtlich sagt er, die Wahrnehmung einer großen Kluft zwischen Menschen und anderen Tieren fördert Vorurteile gegenüber den menschlichen Outgroups. Und diese Vorurteile sind durch die Entmenschlichung der Outgroups bedingt. Das heißt, man empfindet diese Menschen als ein bisschen weniger menschlich, sondern eher tierisch. Und die Abwertung der Tiere letztendlich bewirkt dann direkt die Möglichkeit, sozusagen psychologisch hier ein rassistisches Empfinden zu haben.
Diese These möchte ich in Form dieser Tabelle hier nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben also auf der einen Seite den Mensch, Gott in Menschengestalt, Menschen, das Ebenbild Gottes, auf der anderen Seite Tiere, Satan in Tiergestalt, Satan mit Hörnern, mit Schweif, mit Hufen, menschlich, eine positive, eine geistige Qualität, tierisch, etwas Materielles, etwas Böses, etwas Negatives. Wir haben dann auf der linken Seite jeweils die Gruppe, die sozusagen die Spitzengruppe in der Gesellschaft, die eben diese Ausbeutung oder Ausgrenzung praktiziert, mit den jeweils menschlichen Eigenschaften, die sie sich zuordnet. Und auf der anderen Seite die ausgegrenzte Gruppierung mit den jeweils tierischen Eigenschaften, die dieser Menschengruppe zugeordnet werden, dieser Outgroup zugeordnet werden, damit diese ganz rechts angeführte Ideologie begründet wird. Die These ist also, dass diese Abgrenzung vom Tier, das Tier als das andere aufzufassen, letztendlich der Kern dieser Ausgrenzungsmechanismen ist, die zu diesen verschiedenen Ismen führen, die eben Menschen missbrauchen. Wir erkennen, und ich glaube, es ist auch thematisiert worden, wahrscheinlich in der Ringvorlesung hier, dass diese Abwertung der Tiere und diese Abgrenzung auch sprachlich sich an verschiedenen Stellen findet. Zunächst einmal die Beobachtung, dass fast jede Tierart als Schimpfwort herhaltet. Auch wenn ich mit meinem Hund sehr gut auskomme und Hunde eigentlich ein positives Image haben, wenn man so will, in der Gesellschaft, leider nicht überall, ist doch du Hund eine Beleidigung. Aber auch die ganze andere Palette von Tieren, du Esel, du Ochse, du Schwein, du Kamel, alles Beleidigungen. Auffällig ist auch, dass wir diese Verniedlichungsform verwenden für Männer und Frauen bei Tieren. Da sagt man nicht Männer und Frauen, da sagt man Männchen und Weibchen. Also der 300 Kilo Gorilla ist für mich nur ein Männchen. Brauche ich nicht ernst nehmen. Es ist eine kleine Lächerlichkeit. Nicht? Ganz wichtig, die sprachliche Abtreibung derselben biologischen Funktionen. Wir essen, die fressen. Nicht? Ganz etwas anderes, etwas Primitives, etwas Abzulehnendes, etwas, wovon man sich absetzen will. Das bedeutet aber auch, dass dieselben biologischen Funktionen eben ganz anders interpretiert werden. Schweine sind trächtig und nicht schwanger. Dieser Unterschied, der so oberflächlich klingt, wurde im letzten Jahr sehr wichtig bei unserer Kampagne gegen Kastenstände. Da hat sich gezeigt, dass die Schweineindustrie an dieser Unterscheidung festgemacht hat, dass wir extremistisch sind. Weil wer das Wort schwanger für Tiere verwendet, der sozusagen hat einen Vogel. Und mit dem braucht man eigentlich nicht im Rahmen der Gesellschaft diskutieren. Ganz praktisch wurde dieses Problem, wie ich einen Film gemacht habe über die Schweinehaltung in Österreich und in diesem Video ganz gezielt aus diesem Grund auch für den Menschen reservierte Begriffe auf Tiere angewandt habe, indem ich dort zum Beispiel auch von den schwangeren Mutterschweinen gesprochen habe. Da hat das Unterrichtsministerium mir offiziell mitgeteilt, dieser Film ist nicht angemessen für Schulen. Den kann man Schülern und Schülerinnen bis 17 nicht zumuten. Ich bin dann hingegangen und habe also mit denen gesprochen, mit dem zuständigen Beamten, und der hat mir wirklich erklärt, weil wir in diesem Film für Menschen reservierte Begriffe auf Tiere anwenden, verwirren wir die Kinder. Und deswegen kann man ihnen den Film nicht zumuten, aber ab 17 sind sie schon so gefestigt, dass solche Begrifflichkeiten dann durchaus möglich wären. Und dann, also sozusagen, wenn sie schon so indoktriniert sind, dass Hopfen und Malz verloren ist und man sie nicht mehr erreicht, dann darf man eine Kritik auf dieser Ebene führen. Ich spüre auch hier heraus, dass diese Unterscheidung einfach ganz fundamental ist für das Funktionieren der Gesellschaft. Auch in Analysen, ich habe es in meinem Buch beschrieben, von Medienberichten findet man das. Eine Menschenfrau stürzt in ein brennendes Haus, um ihr Kind rauszuholen. Das ist ein Paradebeispiel von Mutterliebe. Die Frau voller Gefühl und Menschlichkeit überwindet das Tierische in ihr, das eben Angst vom Feuer beinhaltet. Und in dieser Überwindung rettet sie ihre Kinder. Eine Hundemutter, die in ein Haus läuft, ein paar Jahre später im selben Medium, die zeigt nur ihren Trieb, ihren Mutterinstinkt, weil die rennt trotz Feuer da hinein und holt ihre Kinder, weil ihr Instinkt so stark ist. Ja?
Also dieselbe Handlung sozusagen bestätigt dieses Weltbild, indem dieselbe Handlung einfach anders interpretiert wird. Und auf diese Weise ist es eben möglich, sozusagen diese soziale Konstrukt der Mensch-Tier-Kluft aufrechtzuerhalten. Ich habe gehört, auch diese Paragraphen wurden bereits besprochen. Ich gehe daher nur ganz kurz darauf ein. Zentral ist, dass aus diesem Mensch-Tier-Bild der Aufklärung die Gesetze stammen, die letztendlich das Zusammenleben der Menschen heute in Österreich bestimmen. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811 ist ein direktes Kind dieser Aufklärungsgedanken. Von Zeilern, der dieses Gesetzbuch geschrieben hat, ist also ein Schüler von Kant und verwendet eben seine Gedanken und Begrifflichkeiten. Und es ist natürlich ein revolutionäres Werk vor 202 Jahren, weil es eigentlich auch vorausgreift. Also es war erst eine Revolution nötig und danach noch, muss man leider hierzulande sagen, ein Weltkrieg, damit diese Gedanken auch wirklich umgesetzt werden, die da eigentlich gesetzlich niedergeschrieben sind. Aber die grundsätzliche Gleichheit der Menschen, egal wie sie körperlich, physisch sind, die wird hier also festgelegt. Aber gleichzeitig die Abgrenzung zum Tier. Das Wort Tier kommt jedenfalls in der Urfassung an und für sich gar nicht vor, aber Tiere werden implizit durch den Paragraph 285 zu Sachen erklärt und dann steht in dem Sachenrecht, wie man mit diesem Tier umgehen kann. Es steht dort, wenn ein Menschen können also Tiere besitzen, Paragraph 353, und Paragraph 354 sagt, der Mensch hat das Recht, mit seinem Tier nach Willkür umzugehen, Paragraph 362, der Mensch kann frei über sein Tier verfügen, kann es beliebig benutzen oder es auch vernichten. Das ist das Zivilrecht, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das heute 1:1 so gültig ist. Wir sehen also, in der Praxis haben wir das Problem, dass wenn man dieses Mensch-Tier-Bild kritisiert, das von dieser Aufklärung stammt, und wenn man hier ein Umdenken erreichen will, dann will man das Eigentum gegenüber seinem Eigentümer schützen, das Eigentum gegenüber dem Eigentümer aufwerten. Tierschutz bedeutet eben diesen schweren Schritt sozusagen, das Eigentum gegen den Eigentümer zu schützen, obwohl das Eigentumsrecht beinhaltet, dass der Besitzer das Recht hat, mit diesem Eigentum nach Belieben umzugehen und es überhaupt kein Recht dieses Tieres an sich gibt, sondern es gibt nur das Recht des Eigentümers über das Tier. Die Folge ist dann insbesondere bei der Industrialisierung der Landwirtschaft, dass wir diese zwei Randbedingungen haben. Wir haben die vollkommene Rechtlosigkeit und wir haben den freien Markt im Umgang mit Tierprodukten. Und dieses Szenario kennen wir aus der Geschichte, beginnende Industrialisierung, 18. und dann 19. Jahrhundert, wo eben Menschen ohne rechtlichen Schutz einem freien Markt, einem ungezähmten Kapitalismus ausgesetzt wurden. Und die Konsequenz waren 16 Stunden Arbeitstage, kein Urlaub, keine Krankenhilfe, keine Arbeitslosenversicherung, einfach eine Totalnutzung. Es ist der ausschließliche Anspruch ist, aus diesen Menschen, in dem Fall aus der Arbeiterschaft, so viel herauszuholen wie nur möglich, um diese Produkte eben möglichst profitmaximierend zu vertreiben. Und dieser Vorgang hat bei den Menschen eine Arbeiterbewegung sozusagen hervorgebracht, die beginnt, dieses Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch sozusagen auch auf sie anzuwenden und versucht, gegen diesen ungezähmten Kapitalismus vorzugehen im 19. Jahrhundert. Und bei den Tieren natürlich steht sozusagen diese Bewegung ihrer Befreiung noch aus und das ist eben die Tierschutz- oder Tierrechtsbewegung. Gegen diese Nutzung der Tiere am Profitmaximierungslimit, gegen das Drängen der Tiere und ihrer Produktivität an das biologische Limit. Ich möchte kurz noch ein paar Bilder zeigen, was diese Nutzung und diese Aspekte der Tiere, Rechtlosigkeit und ungezähmter Kapitalismus für Konsequenzen haben, um dann darüber zu sprechen, was wir daraus für uns für Konsequenzen ziehen oder eine praktische Umsetzung der Kritik an dieser Form des Umgangs. Vielleicht drehe ich dazu kurz das Licht ab, dann sieht man wahrscheinlich die Bilder besser. Oder geht das gar nicht?
Was muss man da machen? Hopp, okay, danke, ja. Ja, also Schweine. Schweine gibt es in Österreich, sagen wir mal, ungefähr so viel wie Menschen, nur man sieht sie nirgends. Wenn man hierher fährt mit dem Zug, habe ich heute gemacht, quer durchs Land, kein einziges Schwein gesehen. Ich habe aber irrsinnig viele Menschen gesehen. Überall leben sie und laufen herum, aber es müsste genauso viel Schweine geben. Nur wo sind die? Die sind alle weggesperrt in solchen Tierfabriken. Das ist eine Schweinefabrik in Niederösterreich, in der 30.000 Schweine leben. Wenn man hier an der Straße vorbeifährt, sieht man kein einziges davon. Die Logik ist ganz klar. Heute würde kein Mensch ein Auto mit der Hand zusammenschweißen und glauben, er kann es dann am Markt verkaufen. Die Massenproduktion ist einfach viel billiger, daher steigt man natürlich auch bei den Tieren zur Massenproduktion um. Und diese findet in solchen Fabrikshallen statt. Aha. Gibt doch offenbar einen Druckknopf, mit dem man weiterkommt. Wenn man jetzt in diese Schweinefabrik hineinschaut, dann sieht man, dass die Haltung dort sich genau an dem Profitmaximierungsprinzip orientiert, und zwar ausschließlich daran. 30.000 Schweine, eine ziemlich große Stadt, wenn man das auf Menschen umlegt, 100, 110 Kilo die Mastschweine, 300 Kilo die Zuchtsauen, die sogenannten. Das ist eine Menge an Nahrung, die man diesen Schweinefabriken bringen muss, jeden Tag, und den Kot wegschaffen. Das ist das Hauptinvestment, das man in diese Produktionsform eben investieren muss. Und wenn ich jetzt am billigsten produzieren will, wenn ich das Profit maximieren will, dann muss ich dieses Investment, diese täglichen Kosten möglichst verringern. Wie mache ich das? Ich weiß von mir her, dass wenn ich sehr viel esse und mich dann sehr viel bewege, dann wandle ich diese Ernährungsenergie in Bewegungsenergie um und in Wärme. Diese Energie verpufft sozusagen vom Standpunkt des Schweineproduzenten. Der will, dass die Tiere möglichst wenig essen und möglichst viel an Masse zunehmen. Und das bedeutet, sie sollen sich nicht bewegen. Aus diesem Grund werden sie so eng zusammengedrängt, damit sie eigentlich keinen einzigen Schritt gehen können und dadurch eben sozusagen nicht das wichtige Investment hier verpuffen lassen. 0,7 Quadratmeter pro 110 Kilo Schwein ist die Konsequenz dieses Profitmaximierungsprinzips. 1 Meter mal 70 Zentimeter, auf dem lebt ein 110 Kilo Schwein. Man entwickelt so eine Form der Haltung natürlich auch durch Trial and Error. Man stopft immer mehr Schweine hinein. Dadurch sinkt das Geld, das sie mir kosten, weil sie sich eben nicht bewegen können, bis dann die Mortalitätsrate, die Sterberate ansteigt. Und irgendwo steigt dann die Sterberate so steil an, dass die Kostenersparnis aufgehoben wird. Und die Kosten steigen wieder. Und so habe ich eine Kurve, wo ich eben am meisten Profit machen kann, 0,7 Quadratmeter pro 110 Kilo Schwein. Haben diese Tiere Stroh? Ganz leicht zu beantworten, ohne so eine Schweinefabrik zu betreten. Bringt Stroh mehr Fleisch? Nein. Kostet Stroh mehr Geld? Ja, also kein Stroh. Diese Schweine leben auf einem Vollspaltenboden, damit man niemanden zahlen muss, der dort hineingeht und den Kot wegputzt. Sie trampeln sich sozusagen den Kot selber nach unten durch. Unten eine Saugemaschine saugt das weg. Intelligente Tiere wie Schweine, die in dieser Form gehalten werden, verzweifeln, werden geistig krank, wurscht, das merkt man im Fleisch nicht. Wenn sie sich dann gegenseitig beißen, ist das potenziell gefährlich. Profitverlust durch Ausfälle, erhöhte Ausfälle der Schweine. Jetzt werden ihnen die Schwanzhaaren abgezwickt, sodass sie ein sehr empfindliches Schwanzende haben und eben sozusagen selbst darauf achten, nicht zu sehr gebissen zu werden. Man zwickt ihnen auch die Zähne ab. Das ganze System orientiert sich daran, möglichst wenig zu investieren und möglichst viel herauszuholen. Dieses Bild entspricht dem, das ich am Anfang gezeichnet habe, von diesen Mutterschweinen in der großen Halle. Eine neben dem anderen in diesen Kastenständen drin. Hier diese Schweine sind im sogenannten Deckstall, da sind sie alle schwanger und natürlich künstlich befruchtet. Man misst da genau, welchen Zustand ihres Zyklus sie haben, dann befruchtet man sie und dann stehen sie, jedenfalls bis Ende letzten Jahres war das noch so, die ganze Zeit in diesem Deckstall, bis sie dann zur Geburt ihrer Kinder in einen Abferkelstall kommen und auch dort findet sich ein Kassenstand.
Auch hier stehen sie in einem körpergroßen Käfig und können keinen Schritt gehen, bis sie dann 4 Wochen lang ihre Kinder gesäugt haben, dann kommen sie wieder in den Deckstall. Bis Ende letzten Jahres war es gesetzlich erlaubt und damit allgemeine Praxis, 365 Tage im Jahr diese Mutterschweine diesem Haltung auszusetzen. Dass jetzt seit 1. Jänner eine leichte Erneuerung, seit ab 2033 hoffentlich ein Ende dieser Kassenstände, 2033, das ist die typischen Zeitspannen, die wir bei Tierschutzarbeit leider erleben, weil wir gegen eine sehr, sehr mächtige Industrie ankämpfen müssen. Bis 2033 jedenfalls dürfen sie weiter in diesen Gittern gehalten werden. Ab dann müsste jeder Betrieb umgestellt haben. Aber wir werden sehen, ob es wirklich dazu kommt oder ob nicht die Industrie es noch schafft, hier das Ruder herumzureißen. Die Zentralisierung und Vergrößerung der Betriebe geht weiter. Hier sind die Anzahl der Betriebe aufgetragen über die Zeit unten. Und wir sehen, dass also bis 2010 die Anzahl der Betriebe zurückgeht, aber das Produktionsvolumen von Schweinefleisch gleich bleibt bzw. ein bisschen zunimmt. Das ist eine laufende Zentralisierung. Die Fabriken werden immer größer und direkt damit zusammenhängend ist auch die Subventionspolitik. Das Landwirtschaftsministerium ist der Ansicht, je größer ein Betrieb, desto marktfähiger, desto eher kann er international sich behaupten, desto mehr wird an Subventionen hineingesteckt. Die größte Schweinefabrik Österreichs bekommt 980.000 Euro Subvention pro Jahr, damit sie ihren Betrieb aufrechterhalten kann. Die zweitgrößte kriegt 680.000 Euro im Jahr. Hier wird also wahnsinnig viel von unserem Steuergeld im Namen von uns, im Namen der Gesellschaft in diese Haltung investiert, damit sie noch weiter industrialisiert wird, damit noch mehr hier an Zentralisierungen und Vergrößerung stattfindet, damit das Fleisch billiger wird. Dieser Prozess ist also bei weitem nicht abgeschlossen. Dieses Bild ist aus dem Jahr 2005. Hier sieht man die Anzahl der Schweine, die sich auf einem Betrieb findet. Und die meisten Schweine, sehen wir, sind in Betrieben damals jedenfalls vor 8 Jahren gewesen, zwischen 400 und 1000 Tieren. 2005 war ich auf so einer Schweineindustriekonferenz und da wurde gesagt, unter 600 braucht man heute gar keine Schweinefabrik mehr führen, damit man im Markt mithalten kann, muss das über 600 Schweine müssen dort gehalten werden. Beispiel Hühner, auch dort die Industrialisierung total brutal fortgeschritten. Die ersten Betriebe, die ersten Firmen eigentlich mit einem Fließband waren Hühnerschlachthöfe, fast gleichzeitig und auch fast von derselben Person initiiert wie Autofabriken. Die Hühner kommen an, werden auf dieses Förderband gehängt und fahren dann in einen Schlachthof hinein, werden automatisiert, also durch so ein elektrisches Wasserbad gezogen, kriegen einen Elektroschock, hängen steif, ein automatisches Messer schneidet in den Hals. Ein Stück später kommt ein heißer Wasserdampf, die Federn werden ausgerupft, dann letztendlich der Kopf abgerissen, eine Maschine fährt in die Kloake und holt die Innereien raus und am Schluss für den Supermarkt verpackt, am Ende dieses Fließbands, das Huhn bzw. das, was davon übrig ist oder das Fleisch. Die Profitmaximierungsform hier, die Legebatterie, die Tiere werden so in eng in den Käfig gesperrt, dass sie sich überhaupt nicht bewegen können. Nicht ein einziges davon kann, wenn es allein im Käfig wäre, die Flügel spannen, aber es sitzen 5 in diesen Käfigen drin. 5 Reihen übereinander, typischerweise reines Kunstlicht, keine Fenster, damit man mit der Länge des Lichts vortäuschen kann, dass hier also Frühling ist und Zeit zum Eierlegen. Es gibt dann einen Gitterboden unter diesen Käfigen, einen schrägen, wo sie die Eier drauflegen, die rollen dann raus und fahren also mit dem Förderband hinaus. Gleichzeitig fährt mit dem Förderband das Futter herein und unter den Käfigen ein Förderband, das den Kot wegbringt. Man kann also diese Tiere einstallen, Tür zu, Schalter umlegen, da muss man nur noch ins Silo immer wieder Futter einfüllen und der Rest läuft automatisch. Man braucht ein Jahr lang, 14 Monate lang diesen Betrieb nicht betreten. Das ist eine reine Produktionsform, die automatisiert hier abläuft. Nur noch 25% der Eier, und das sind versteckte Eier, stammen aus so einer Käfighaltung. Sie sind in Österreich verboten, aber darauf komme ich noch zurück. Eben die Versuche hier langsam das Ruder herumzureißen. Hühnermast, 30 Kilogramm Huhn pro Quadratmeter, bei einem 1,5 Kilo Huhn sind es dann eben 20 Hühner, die auf einem Quadratmeter
gehalten werden. 1 Meter mal 1,20 Meter Hühner. Das mutet man diesen Tieren zu. Wieder dasselbe Prinzip, sie bewegen sich nicht. Entsprechend brauchen sie wenig Nahrung und man kann sie also hier nutzen. Zusätzlich, also möglichst billig Hühnerfleisch produzieren. Zusätzlich wird hier also ganz stark gezüchtet, sodass diese Tiere wahnsinnig rasch wachsen. Schon in wenigen Wochen umgelegt auf das Menschenalter, ein 4 Jahre altes Menschenkind, haben diese Hühner dann schon einen ausgewachsenen Körper und kommen in den Schlachthof hinein. Und man kann sich vorstellen, wenn man also eine einseitige Zucht in diese Richtung macht, dass diese Tiere wahnsinnig rasch an Fleisch zulegen, aber natürlich alles andere nicht, die Knorpel, die Gelenke, dann leiden diese Tiere einfach in ihrer bloßen Existenz unglaublich. Und jeder Schritt, jede Bewegung tut weh. Die meisten dieser Tiere sitzen dann nur noch still da. Produktion am biologischen Limit heißt, ich nutze diese Tiere nach dem, was sie biologisch sozusagen genetisch an Vorgabe haben. Ich versuche die Gene zu verändern durch Zucht, indem sie mehr und mehr und mehr mir liefern. Oder ich versuche sogar gentechnisch diese biologische Grenze noch rauszuschieben. Und auch die Massenproduktion der Küken, 21 Millionen tote Eintagsküken in Österreich allein im Jahr, davon etwa die Hälfte männliche Küken von den Legebetrieben, die eben fürs Eierlegen nicht zur Verfügung stehen, die werden dann am ersten Tag ihres Lebens vergast. Der Rest ist einfach ein Ausfallprodukt. Wir haben eine automatisierte Brüterei, automatisierte Maschinen, die also diese Brüter betreiben, die nach einer gewissen Zeit Normküken diesen Betrieb einstellen und dann muss das Küken geschlüpft sein, dann kommt es in diese Hühnermast oder in die Legebetriebe, ansonsten wird es mit Müll zerkleinerer im Mist entsorgt. Bei so einer Produktion ist das einzelne Küken einfach nichts wert. Wir sehen hier also wieder dieses Prinzip, ein Tier ist nur so viel wert, wie es für einen Menschen wert ist. Es hat keinen Wert an sich. Diese Küken sind nichts wert. Daher sind sie ein Wegwerfprodukt, ein Kollateralschaden bei dieser Profitmaximierungsproduktion. Und auch hier gibt es eine Verschärfung, die QGV, Qualitätsgeflügelvereinigung Österreichs, hat einen Antrag gestellt, jetzt schon zum 4. Mal, 3 Mal konnten wir es abwehren. Jetzt läuft der 4. Antrag, sie wollen eine intensivere Haltung von Geflügel haben. Bei den Hühnern soll 26 statt 20 Hühner auf einen Quadratmeter gepfercht werden. Man kann sich vorstellen, es entwickelt sich halt eine Hühnerrasse, die hält das besser aus. Jetzt möchte man sie auch da hineinstopfen. Das Profitmaximierungsschema hat sich etwas verschoben, also muss hier nachkorrigiert werden. Diese Gesetze sind ja nicht sozusagen unabhängig entstanden nach den Bedürfnissen der Tiere. Tiere haben keine Bedürfnisse, als Sachen haben sie weder Interessen noch Bedürfnisse. Der Eigentümer hat das Recht, mit den Tieren nach Belieben umzugehen. Die Konsequenz ist Profitmaximierung und das wird dann halt in einem sogenannten Tierschutzgesetz niedergeschrieben. Und wenn sich das verschiebt durch Zuchtleistung, dann muss das Gesetz eben verschoben werden. Bei den Buten soll die Erhöhung sogar 50% ausmachen. Auch hier gibt es entsprechende Betriebe und Tierfabriken. Ich bin selbst am Tisch gesessen mit den Leuten, die das betreiben wollen. Übrigens wollen sie auch die Freilandfläche von Freilandhühnern halbieren und sie wollen die Junghennenaufzucht in einer höheren Besatzdichte durchführen. Sie haben also einen dreifachen Antrag hier beim Gesundheitsministerium für eine Verordnungsänderung gestellt. Sie sitzen mit mir am Tisch und sie sagen, das bringt uns 4-5% Kostenersparnis. Gleichzeitig, und das geben Sie zu, da gibt es wissenschaftliche Studien, würde das die Mortalitätsrate um fast die Hälfte erhöhen. Das heißt, um die Hälfte mehr Hühner sterben nur in der Haltungsform, wenn wir diese höhere Besatzdichte zulassen. Aber die Herren und Damen sitzen lächelnd am Tisch und sagen, wir sparen uns trotzdem unterm Strich 4-5%. Die Mortalitätsrate steigt, aber der Gewinn steigt auch, bis es sozusagen bei dieser Erhöhung genau wieder die Profitmaximierung möglich ist. Das heißt, es wird hier also sozusagen lächelnd auf Basis dieser Einstellung, dieses Tierbilds der Aufklärung, wird eine Kostenersparnis von 4-5% mit dem frühzeitigen Tod von zusätzlich 2,1 Millionen Hühnern erkauft. Das Interesse dieser Hühner zählt gar nichts. Wir haben eine IFES-Umfrage machen lassen, eine Meinungsumfrage, was die Menschen dazu stehen. Und die sagen, 91% der Menschen sagen, sie wollen das nicht.
Hier haben wir also jetzt das Phänomen, dass diese Gedankenwelt der Aufklärung und deren Verhältnis zu Tieren zu einem Umgang mit Tieren geführt hat, bei dem aber die Menschen heute mittlerweile durch langsames Bewusstseinswandel und durch ein langsames Umdenken eigentlich nicht mehr mitwollen. Und hier setzt jetzt sozusagen die Arbeit an. Aber ich möchte jetzt zuerst noch ein paar Worte verlieren über eine Kritik an diesem Tierbild. Und ich habe ein bisschen ein Lächeln hier. Differentia specifica, was im Laufe der Zeit alles an Unterschieden für Mensch und Tier unterstrichen wurden. Hier eine masturbierende Bonobo-Frau. Es ist ein bisschen peinlich, dahin zu schauen. Und sozusagen, das ist schon der Beweis für mein Argument. Wenn das eine Sache ist, was ist daran peinlich? Es ist offensichtlich so, dass man hier sich wieder gespiegelt sieht und das Gefühl hat, das ist ein Wesen, das ganz ähnlich ist. Und da kommt sozusagen erst die Peinlichkeit her. Und insofern sind alle diese Unterschiede, die hier angegeben wurden, nicht mehr wirklich haltbar, wenn man eben die moderne Verhaltensforschung betrachtet. Ganz links das Bild, wie es Darwin 1859 in den Origin of the Species sich noch vorgestellt hat. Eine Entwicklung von primitiven zu immer intelligenteren Wesen, sozusagen teleologisch zielgerichtet auf einen Menschen hin. Schneide ich irgendwo diesen Baum ab, entwickelt sich letztlich wieder ein Mensch. Es gibt sozusagen eine Kraft hin zum immer komplexeren, die den Menschen über die anderen Tiere stellt, als Krone der Schöpfung. Sozusagen noch ein Rettungsversuch auf naturwissenschaftlicher Basis dieses Mensch-Tier-Bildes und der Kluft. Doch dieses Evolutionsbild stimmt nicht. Auf der rechten Seite das moderne Evolutionsbild, Entstehung des Lebens und dann einem Ausdifferenzieren. Und auf diesen verschiedenen Ästen findet man eben einen Ast für Pflanzen, einen Ast für Pilze und einen Ast für Tiere. Menschen sind biologisch Tiere, naturwissenschaftlich gesehen sind sie Tiere und naturwissenschaftlich gesehen gibt es hier eine Kontinuität. Wenn ich jetzt diesen Tierast aufblase, sehe ich halt auch so ein Verästeln und die Menschen finden sich letztendlich auf dem Ast der großen Menschenaffen, wie unten angegeben, so zwischen Schimpanse, Bonobo auf der einen Seite, die einen gemeinsamen Vorfahren vor etwa 2,7 Millionen Jahren haben, dann vor 5 Millionen vielleicht der gemeinsame von den beiden und dem Menschen und danach davor noch Gorilla und Orang-Utan. Wir haben hier also eine Kontinuität, die sich auch darin zeigt, wenn ich ein Gedankenexperiment mache, ich stelle mich einem Schimpansen gegenüber, wir halten unsere Hände und bilden eine Kette, jeweils links von uns oder rechts meines Gegenübers, die Mutter. Und diese Mutter hält wieder ihre Mutter an der Hand. Und so bilden wir eine Kette von Müttern und Großmüttern und Urgroßmüttern, alles Wesen, die wirklich existiert haben, die sich eins zu eins gegenüberstehen. Und diese Kette, das sagt uns die Naturwissenschaft, das sagt uns dieses Evolutionsbild, diese Kette schließt sich auch. Es gibt tatsächlich ein spezifisches individuelles Wesen, das vor etwa 5 Millionen Jahren gelebt hat, das sowohl meine Ur-Ur-Ur und so weiter Großmutter ist, als auch die von einem heute lebenden Schimpansen. Ein Kontinuum von Mutter und Tochter verbindet uns in Form von dieser Kette und die Zeit bzw. die genetische Uhr besagt, dass diese Kette in etwa 200 Kilometer lang ist. Sie wickelt sich nicht einmal um die Erde, sie ist nur 200 Kilometer lang. In 3 Tagen flott gegangen, kann ich all diesen Wesen ins Gesicht schauen, Mutter, Tochter, aber auf einem Ende ist laut unserem Gesetz eine Person, ich, und auf dem anderen Ende eine Sache. Und wo in dieser Kette von Mütter und Tochtern war der Sprung? Wo ist jetzt Trennung zwischen Mutter eine Sache und Tochter eine Person? Wie und wann ist das passiert? Man muss ein naturwissenschaftswidriges, diskontinuierliches Bild haben von diesem Verwandtschaftsverhältnis, um so eine Kluft aufrechterhalten zu können. Ein paar Beispiele noch von der Nähe der Verwandtschaft. Was, wenn ein Mensch mit einem Schimpansen ein Kind zeugt? Dass das so absurd klingt für manche Menschen, zeigt schon, wie sehr wir in dieses Kluftbild hineinsozialisiert sind. Weil naturwissenschaftlich wäre das durchaus möglich. Es gibt zum Beispiel Gorilla-Schimpansen-Mischlinge und der Schimpanse ist dem Menschen näher verwandt als dem Gorilla. Also wird es wahrscheinlich auch natürlich möglich, Schimpansen-Menschen-Mischlinge geben. Aber selbst wenn nicht, dann gäbe es so etwas wie eine Ringtierart, vielleicht könnten wir unsere heutige Art mit dem Australopithecus, der halt schon ausgestorben ist, ein Kind zeugen, der wiederum mit dem Schimpansen. Man kann hier Kontinuitäten schaffen. Und wie würden wir umgehen mit einem
Mensch, Schimpanse-Mischling, ist das eine Person oder eine Sache? Was für Eigenschaften muss dieses Wesen haben, dass ich es in die Kategorie Sache einordne? Und was für Eigenschaften, dass es in die Kategorie Person fällt? Wäre ich dazu in der Lage, wenn ich gar nicht weiß, was das für ein Wesen ist und ich nur sozusagen Eigenschaften höre, so eine Einteilung zu treffen? All diese Fragen und das Stottern, das einen befällt, wenn man so eine Antwort geben soll, zeigt, wie undurchdacht und naturwissenschaftlich unbelegt diese Kluftdenken ist. Auch das Beispiel Neandertaler, war er jetzt eine eigene Menschenrasse oder eine andere Art? Bis vor kurzem hat er noch, 25.000 Jahren, hat er noch hier in der Gegend gelebt. Evolutionär gesehen kurz. Gleichzeitig mit unseren Vorfahren, wie sind die miteinander umgegangen? Wie würden wir heute mit einem Neandertaler umgehen, der aus irgendeinem Himalaya-Tal noch hervorkommt? Es darf ja sozusagen ethisch nichts ändern, wenn dieses Wesen ausgestorben ist. Wie würde ich kann ihn ja auch sozusagen klonen möglicherweise, es gibt Neandertaler-Gene, man könnte das also durchführen. Ist ein Neandertaler eine Sache oder eine Person? Faktum ist, es gibt ein klares genetisches, eine genetische Differenz. Der hat sozial getrennt von uns gelebt, der war nach unseren Maßstäben intellektuell unterlegen, weniger oder keine Kunst, streitet man noch hin und her, kein Werkzeug. Wäre das jetzt ein Tier, eine Sache, oder wäre das jetzt ein Mensch? Ich habe dann hier noch eine Reihe von so Bildern als sozusagen letzten Punkt, um das zu unterstreichen, herausgeholt aus einer wissenschaftlichen Publikation. Da haben so Menschen, die aus kriminologischen Gründen aus einem Skelett ein Gesicht rekonstruieren können, damit man vermisste Menschen oder Opfer von Mordtaten hier identifizieren kann. Und die haben jetzt auch aus den vorhandenen Knochenfossilien von Menschenarten oder zumindest unseren Vorfahren eben auch Gesichter rekonstruiert. Und jeweils links sieht man den Balken, wann zumindest diese Wesen gelebt haben. Und ich frage mich jetzt eben auch, wenn man diese Wesen anschaut, wenn man ihnen ins Gesicht schaut, wer von denen ist ein Mensch, wer ist ein Tier, gleichzeitig also eine Sache, woran mache ich das fest? Das sind jetzt modernere Vorfahren von uns, auch hier interessant, der in der Mitte oben, Homo floresiensis, ein Wesen, das erst vor 12.000 Jahren noch gelebt hat, zumindest auf der Insel Flores, hat ein Gehirn, also ganz nah Verwandter von uns, hat ein Gehirn, das wesentlich kleiner ist als das von Schimpansen. Wie würden wir mit so einem Wesen umgehen? Ich kann mir vorstellen, wie das zu einer Zeit war, in der sozusagen das ABGB jetzt im Bewusstsein noch nicht gegolten hat. Man hätte die sicher ausgestellt und zu irgendwelchen zirkusartigen Tieren gemacht. Aber jetzt, heute, hier, mit dem Gebot der Gleichheit der Menschen, ist das eine Sache oder ist das eine Person? Und hier dann sozusagen die moderneren Wesen der Neandertaler, Homo sapiens, dann der Schimpanse, Bonobo, Orang-Utan und Gorilla, die also sozusagen noch von diesem Ast dieser Menschenaffen heute leben. Kurz zusammengefasst, die Gründe, warum wir aus naturwissenschaftlicher Sicht dieses Bild kritisieren, finden wir hier. Es gibt also, man kann sagen, man ist sich einig, es gibt erst seit dem letzten Jahr, glaube ich, eine Deklaration der Neurobiologen, einer großen Konferenz von Neurobiologen und Biologinnen in Cambridge in England, die gesagt haben, also es ist eindeutig anerkannt, nichtmenschliche Tiere haben ein Bewusstsein und empfinden auch bewusst Dinge oder ihre Gefühle. Das heißt, die Basis unseres Mensch-Tier-Bildes ist auf jeden Fall wissenschaftlich widerlegt. Wie ist die Gesellschaft damit umgegangen? Wie hat sich dann letztendlich ein Widerstand und eine Kritik an diesem Bild entwickelt? Wenn man sich anschaut, die ersten Tierschutzschriften der Moderne sind jedenfalls auch im Rahmen der Aufklärung entstanden. Hier gab es eine Reihe von Personen, die sich geäußert haben und die dieses Mensch-Tier-Bild kritisiert haben. Am spannendsten wahrscheinlich dazu Louis Gompertz, der 1824 den ersten Tierschutzverein gegründet hat und auch dieses Buch geschrieben, das mittlerweile erhältlich ist, auch in einer Neuauflage. Der
implizit, ohne das Wort zu verwenden, für Veganismus plädiert, also Tiere weder zu essen, auch keine Tierprodukte, noch sie in irgendeiner Form zu nutzen. Und zwar deswegen, weil sie das gleiche identische Selbst hätten, so argumentiert er. Es entwickelt sich dann auch in Mitteleuropa oder die ersten Tierschutzvereine, die ersten Tierschutzgesetze, auch in Österreich 1846 dann. Und dann am Ende des 19. Jahrhunderts entsteht da sozusagen eine zweite parallele Ideologie. Tierschutz auf der einen Seite, die den Umgang mit Tieren zwar nicht grundsätzlich kritisiert, aber entschärfen will. Tierrechte auf der anderen Seite, die das Mensch-Tier-Verhältnis und das Personen-Sachen-Verhältnis grundsätzlich in Frage stellt. Die Motivation, und das ist jetzt ein bisschen künstlich getrennt, die Motivation ist auf der einen Seite bei Tierschutz eine sehr eine von Mitleid und Mitgefühl geprägte. Ich sehe ein leidendes Tier, ich will diesem Tier helfen. Tierrechte sind tendenziell auf dem Gefühl der Gerechtigkeit mit diesem Gefühl motiviert. Die Tiere haben das Recht auf Respekt und auf einen achtsameren Umgang. Das Ziel von Tierschutz ist Leidensminimierung, man nimmt das sozusagen als notwendiges Übel. Das Ziel von Tierrechten ist aber Autonomie. Man anerkennt, dass die Tiere Wesen sind, die selbst intentional handeln können. Sie haben daher auch das Recht darauf, sie sollen den Freiraum haben, das auch zu tun. Die Nutzung von Tieren gegen deren Willen wird vom Tierschutz nicht prinzipiell in Frage gestellt, von den Tierrechten allerdings schon. Die Aktivitäten sind daher tendenziell verschieden. Für den Tierschutz ist es die Hilfe notleidender Tiere, also ein soziales Thema, für Tierrechte den politischen Anspruch, dass sich hier etwas grundsätzlich am gesellschaftlichen Status ändern soll. Die Ethik wird bei Tierschutz so verstanden, dass ich an das Gute im Menschen appelliere, sei nett zu Tieren. Bei den Tierrechten ist es eine Forderung, handle gerecht den Tieren gegenüber, sonst stelle ich mir dich in den Weg und lass das sozusagen, lass das nicht zu, dass du mit diesen Tieren so umgehst. Also eine sozusagen ganz andere Forderung. Und Henry Stephen Soult in England ist der Erste, der diese Tierrechte in Form eines Vereins, Humanitarian League, umsetzen will. Er ist an und für sich ein Sozialreformer seiner Zeit, auch was das Strafsystem betrifft und verschiedene andere Themen. Er schreibt aber auch das erste sozusagen Tierrechtsbuch, Animals' Rights and Their Relation to Social Progress, Humanitarian League und eine Tierrechtszeitung, The Humanitarian. Es gibt dann auch eine Reihe von Aktivitäten in England, zum Beispiel Massendemonstrationen, die bis zu den berühmten Old Brown Dog Riots führen, Straßenschlachten um Tiere, die, also ein Hund, eigentlich einen, der auf der Veterinärmedizin 4 verschiedenen Tierversuchen unterworfen wurde und gegen das eben protestiert wurde, vor allem in Form eines Denkmals, das aufgestellt wurde, und die Tierversuchsseite wollte das Denkmal zerstören, die Tierschutzseite hat es versucht zu schützen. Es wurde dann letztendlich entfernt und, glaube ich, 1986 wieder aufgestellt. Im Kielwasser dieser Entwicklung kommt es dann auch zu zum Beispiel einer großen Demonstration von 8000 Menschen 1927, die Tierschutz in die Verfassung fordern in Wien, und 1944 zur Gründung der veganen Gesellschaft. Und hier wird ein Lebensstil benannt, der letztendlich diese Idee von Tierrechten konsequent zu Ende führt und zu Ende denkt. Vegan leben heißt nach Möglichkeit eben völlig ohne die Nutzung von Tieren zu leben, ohne deren Produkte, aber auch ohne Tierversuche. 1999 wurde die vegane Gesellschaft in Österreich gegründet. Mittlerweile gibt es eine sehr heiße und breit geführte Diskussion. Ich bin beim Herkommen am Thalia vorbeigegangen und hier in Innsbruck und habe eine Auslage gesehen, die ausschließlich sich mit Veganismus und Vegetarismus auseinandersetzt. Ganz explizit auch vegan, also diese Vegan for Fit oder hier vegane Brotaufstriche, also offensichtlich ein Thema, das eine Wichtigkeit erlangt hat heute. Ja, aus Zeitgründen
vielleicht ein bisschen schneller. Jedenfalls, wie viel gibt es wirklich jetzt Menschen, die so leben? In Österreich, man spricht immer von einem 0,5%. Es ist sehr schwer, das zu erheben. Da muss man sehr große Stichproben nehmen. Aber eine EU-Studie, die vielleicht am verlässlichsten ist, spricht etwa von der Größenordnung um ca. 3% Vegetarierinnen. Allerdings ist das auch schon wieder 8 Jahre her. Mittlerweile gibt es zu Veganismus und Vegetarismus nicht nur Restaurants und Supermärkte und Pizzerien. Also in Wien gibt es über 5 Pizzerien, die veganen Käse anbieten und wo man eben alle Arten von Pizzen auf einer veganen Basis bekommt. Ich habe gestern, ist mir zufällig ein Flugblatt in die Hand gekommen in Wien. Jedenfalls gibt es im 14. Bezirk eine vegane Kosmetikfirma, die nur vegane Produkte benutzt und das eben auch so ankündigt und sich explizit an tierfreundliche, vegan lebende Menschen richtet. Also hier ist offensichtlich etwas im Rollen, das eben auf der Basis dieses Umdenkens, dieses grundsätzlichen Kritisierens des Umgangs mit Tieren steht. Aber auch auf der Tierschutzebene gibt es eine Reihe von Entwicklungen weg von dem Profitmaximierungsprinzip. Ich habe hier ein paar Erfolge angeschrieben. dass im letzten Jahr die Kassenstandhaltung, das hier entschieden wurde, ist aber eine Übergangsfrist bis zum Jahr 2033. Interessant jedenfalls, als erstes dieser Verbotsgesetze, das Pelzfarmverbot 1998, das 2005 dann nochmal sozusagen erneuert und bestätigt wurde, auch ein Legebatterieverbot, das 2009 in Kraft getreten ist. Und ein absolutes Verbot an Menschenaffen inklusive Gibbons, Tierversuche durchzuführen, zu welchem Zweck auch immer. Wenn man das also ernst nimmt, dann ist das schon ein ziemlich starkes Statement. Das Verbot der Legebatterien, das ist eine konventionelle Legebatterie, dazu ein bisschen genauer, weil das das erste Mal ist, dass wirklich von diesem Profitmaximierungsprinzip abgegangen wurde. Hier eine konventionelle Legebatterie, 5 Hühner in einem 40x50 cm Käfig. Man sieht, wie diese Tiere überhaupt keine Federn mehr haben. Man sieht, dass sie nicht einmal nebeneinander am Boden stehen können, sondern eins etwas erhaben. Dieses etwas angehoben über dem Boden. Dieses Bild wurde, wer das nicht miterlebt hat, deswegen sozusagen wiederhole ich das, wurde in den 90er Jahren zum Paradebeispiel von Tierquälerei. Anfang der 90er gab es eigentlich und insbesondere Ende der 80er, da wurde erstmals darüber nachgedacht, überhaupt ein Gesetz zu schaffen, das den Umgang mit Nutztieren regelt. Bis dahin konnte man mit ihnen machen, was man will. Und dieses Thema Legebatterien wurde da zum zentralen Thema. Es wurde dann ein Legebatterieverbot diskutiert und die Tierindustrie, die Legebatterieindustrie hat als Alternative die sogenannten ausgestalteten Legebatterien angeboten, die diese Batteriekäfige entschärfen sollen. Es ist pseudomäßig, wie man sieht, eine Fußabstreifmatte da drin, eine Sitzstange und ein sogenanntes Nest, das aus einem Plastikvorhang besteht. Es ist uns dann gelungen, in Österreich auch diese ausgestalteten Legebatterien, bevor sie gekommen sind, zu verbieten. Aber in der EU gilt das als Verbot der Legebatterien. Seit letztem Jahr müssten alle Legebatterien in Österreich auf diese sogenannten möblierten Legebatterien umgestellt haben. In Österreich aber ist 2009 das Legebatterieverbot in Kraft getreten. Seit 2007 verkaufen die Supermärkte keine Käfigeier mehr. Und wir haben jetzt 2/3 der Hühner in Bodenhaltung und 1/3 in Freiland. Die Bodenhaltung schaut so aus und hier sehen wir eben, was Tierschutz ist und was Tierrechte sind. Wir haben hier einen echten Fortschritt im Tierschutz, aber von Tierrechten sind wir weit entfernt. Auch das ist eigentlich eine Tierfabrik. Die Tiere haben doppelt so viel Platz, wenn man es sozusagen über die Fläche addiert, wie in den Käfigen. Also nur doppelt so viel Platz, aber sie können sich bewegen, sie haben eigene Legenester, sie haben einen eingestreuten Boden, sie können hoch hinauffliegen und dort aufbaumen sozusagen über Nacht. Also schon eine Dimension besser für die Tiere und tatsächlich kosten diese Eier auch doppelt so viel, weil sich die Tiere eben bewegen können. Die legen für dieselbe Anzahl der Eier, also für dieselbe Anzahl gelegter Eier brauchen sie doppelt so viel an Nahrung und so wird das Ei doppelt so groß, teuer meine ich. Doppelt so groß sozusagen leider nicht. Freilandhaltung ähnlich innen mit halt Auslauföffnungen und einer Freilandfläche außen.
die hier von den Hühnern wenig genutzt wird. Und man sieht, auch hier ist noch vieles zu bedenken. Man musste die Freilandhaltung sozusagen neu lernen, weil sie eben jahrzehntelang nicht praktiziert wurde. Und jetzt muss man eben neue Bäume pflanzen und Strukturen in diese Weiden legen, damit die Tiere dort überhaupt hinausgehen und sich nicht aus Angst vor Raubfeinden lieber am Hallenrand stehen bleiben. Und trotz dieser Entwicklung oder als Gegensteuerung der Tierindustrie soll jetzt diese Weidefläche halbiert werden in einem zukünftigen Verordnung für Freilandeier. Was wir sehen aber ist, dass diese moderne Tierschutzentwicklung eigentlich sich schon über den klassischen Tierschutz, über diese reine soziale Hilfe leidender Tiere hinaus entwickelt hat. Wenn ich hier ein paar Beispiele anbringe, Verbot der Pelztierhaltung, da wird nicht gesagt, man darf die Pelztiere schon halten, wenn man ihnen sehr viel Platz bietet und Freilandhaltung, sondern einfach grundsätzlich ist das verboten. Seit 1998 darf man auch auf 20 Hektar ein Nerz darf man nicht halten, grundsätzlich nicht. Das Produkt Pelz ist den Tod eines Pelztieres einfach nicht wert, scheint jedenfalls die Grundlage, der Grundgedanke des Gesetzgebers zu sein. Ähnlich das Verbot der Wild im Zirkus oder Verbot von Versuchen von Menschenaffen. Auch beim Mensch-Tier-Verhältnis und in dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch hat es eine Veränderung gegeben. Hier wurde der Paragraph 285 um den Paragraph 285a erweitert, dass Tiere keine Sachen sind, obwohl sich das in der Praxis als reines Lippenbekenntnis oder wie man soll mal sagen, als ein ideologisches Statement herausgestellt hat. In der Praxis sind Tiere weiterhin Sachen und das besagt auch dann der zweite Satz. Sie werden bis auf Weiteres wie Sachen behandelt. Auch im Tierschutzprozess wurde Paragraph 285a hier verwendet von unserer Seite und die Richterin hat wieder und bis jetzt war es immer so in allen Urteilen zu diesem Problem, hat sie gesagt, es ist ein Nullgesetz, das keine Änderung eigentlich mit sich gebracht hat. Und Tierschutz in der Verfassung, Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere. Das ist allerdings auch noch nicht umgesetzt. Am 27. Mai 2004, also schon vor drei Viertel Jahren, gab es einen einstimmigen Beschluss des Parlaments in Österreich, dass Tierschutz in die Verfassung als Staatsziel aufgenommen werden soll. Aber offensichtlich heißt das noch lange nicht, dass es auch aufgenommen wird. Insbesondere die ÖVP ist sehr findig mit den Ideen, wie man also verhindern kann, dass hier Tierschutz als Staatsziel in die Verfassung kommt. Aber trotzdem ist es ein Zeichen, dass man Tierschutz mittlerweile auch sozusagen im Mainstream weiterentwickelt sieht als ein bloßes humanitäres Helfen hin zu einer Änderung des gesellschaftlichen Status von Tieren. Und hier kurz skizziert, psychologisch und politisch kann man einen Übergang von Tierschutz zu Tierrechten ganz kontinuierlich gestalten. Wir können also über den indirekten Schutz zu verschiedenen Tierarten sind wir verschieden weit in dieser Entwicklung. Bei manchen ist eben schon das Tötungsverbot da. Also man darf Hunde und Katzen nicht töten, um aus ihnen zum Beispiel Pelz oder Fleisch zu gewinnen. Grundsätzlich nicht. Also hier sind wir schon beim Tötungsverbot. Und diese Ansprüche können sich hier entwickeln, eben von einem ganz minimalistischen indirekten Tierschutz bis zu einem Grundrecht für Tiere in einem kontinuierlichen Spektrum. Das große Menschenaffenprojekt ist jetzt ein Projekt von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die diesen Schritt hin zu Rechten und weg vom Tierschutz zu vollen Grundrechten, zumindest einmal für die großen Menschenaffen fordern. Schimpanse, Bonobo, Gorilla und Orang-Utan. Diese Rechte beschränken sich auf das, was in der UNO-Menschenrechtsdeklaration im Artikel 2 steht, nämlich auf das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit und das Recht auf Unversehrtheit. Es geht also nicht um die anderen restlichen Menschenrechte, sondern um diese Grundrechte, die eben den Tieren eine Autonomie ermöglichen sollen. Die Einschränkung auf Menschenaffen ist einerseits psychologisch-politisch gegeben durch die Menschenähnlichkeit. Man hat die Hoffnung, dass man da am ehesten damit durchkommt und eben auch, dass diese Tierarten wirtschaftlich kaum genutzt werden. In Österreich gibt es mittlerweile, wie gesagt, dieses Menschenaffen-Versuchsverbot und auch in ein paar anderen Ländern ist das so. Man darf die auch nicht mehr bei uns im Zirkus verwenden. Sie sind also sozusagen eigentlich gar nicht nutzbar.
Und da ist eben die Hoffnung, dass man in einem Schritt sie ihnen auch wirklich Grundrechte geben kann. Und als letzten Punkt meiner Ausführungen möchte ich daher noch auf einen Prozess hinweisen, den wir versucht haben zu führen, um eine Entwicklung in dieser Richtung zu ermöglichen. Und das ist der Sachwaltschaftsprozess für den Schimpansen Hirsel. Wir haben ihn Matthias Hirsel Pan genannt. Er ist an und für sich 1981 im Dschungel von Sierra Leone in Westafrika geboren und wurde dann von einem österreichischen Wildtierhändler dort eingefangen, zusammen mit verschiedenen anderen Jungtieren. Um mit denen umgehen zu können, müssen sie ja ganz jung sein. Man schießt daher die Mütter tot, vielleicht auch einige der männlichen Tiere in der Gruppe und bringt sie dann eben zu Tierhändlern oder Tierversuchslabors, damals für den Preis von 460.000 Schilling pro Schimpansen. Am 29. April 1982 kam Hirsel jedenfalls mit 11 anderen Schimpansen im Flughafen Wien an und das Ziel war, dass er der Firma Immuno übergeben wird, die mit ihm Tierversuche machen wollte, und zwar bezüglich AIDS und Hepatitis. Allerdings wurde er beschlagnahmt, weil er keine CITES-Papiere, also Artenschutzpapiere hatte. Es war eigentlich überhaupt kein Tierschutzthema. Trotzdem wurde er beschlagnahmt und dem Wiener Tierschutzverein übergeben, war aber so ein kleines Wesen und so nicht lebensfähig, dass er dann in menschliche Obhut gekommen ist, zusammen mit der Rosi, auch einem Schimpansenkind, das allerdings biologisch nicht mit ihm verwandt ist. Da gab es schon einen Gentest. Und jedenfalls sind die in einer Menschenfamilie mit Menschenkindern aufgewachsen. Dann hat das Tierversuchslabor aber versucht, gerichtlich zu erzwingen, dass Rosi und Hirsel ihm wieder übergeben werden. Und tatsächlich ist ihnen das auch gelungen. Am 29. November mit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in der Hand sind sie dann erschienen und wollten diese Menschenaffen haben. Es kam aber dann zu einem Protest, wie man rechts sieht, von Tierschützern und Tierschützerinnen, die die Übergabe aktiv verhindert haben. Dann ging das Tierversuchslabor zum obersten Gerichtshof, kurz und gut. Der hat dann im September 1989 entschieden, dass Nothilfe für Tiere, so hat der Wiener Tierschutzverein argumentiert, nicht möglich ist, obwohl 1988 der Paragraph 285a gekommen ist. Tiere sind keine Sachen, hat der oberste Gerichtshof die Schimpansen schon als Sachen eingestuft und hat gesagt, für Sachen gibt es auch kein Notwehr, Nothilferecht. Und daher kann man das nicht geltend machen, das ist an dieses Tierversuchslabor zu übergeben. Mittlerweile waren sie allerdings schon 7,5 Jahre in menschlicher Obhut und natürlich wurden sie nicht übergeben. Das Problem ist allerdings das, dass dann eben der Wiener Tierschutzverein in Schwierigkeiten kam. Bestätigt wurden wir politisch dadurch, dass das Tierversuchslabor aufgehört hat, Versuche mit diesen Schimpansen zu machen. Es wurde mittlerweile vom Nachfolger Baxter übernommen. Die haben dort 46 Schimpansen damals gehabt und haben 99 die Versuche eingestellt und 2002 waren sie bereit, eine Rehabilitation durchzuführen und Rosi und Hirsel wurden offiziell als Sachen dem Wiener Tierschutzverein geschenkt. Der ist allerdings 2007 in eine Konkursdrohung gelaufen, es gab einen Masseverwalter und damit natürlich die Gefahr, dass er als Sache, als Masse verkauft wird, insbesondere ins Ausland, wo möglicherweise er sehr wohl in Zirkus oder Tierversuchen verwendbar wird. Und an dieser Stelle haben wir einen Sachwaltschaftsprozess begonnen. Argumentiert haben wir, ich fasse das kurz zusammen, das ist übrigens er, ich habe ihn also persönlich auch kennengelernt, habe mit ihm auch unabhängig davon schon Jahre vorher Beschäftigungsprojekte durchgeführt. Ich weiß daher, dass er Werkzeuge benutzen kann, dass er sich im Spiegel erkennt. Wir haben ihm eine Live-Videokamera gegeben und einen Monitor. Und er ist also mit der Kamera rum, hat dann begriffen, dass alles, was diese Kamera sozusagen im Blick hat, auf dem Monitor zu sehen ist und dreht sich dann auf sich selbst und schaut sich halt in den Mund. Ein eindeutiger Beweis, dass er sich selbst hier wiedererkennt, das sogenannte MSR, Mirror Self Recognition. Er hat auch gemalt, er hat ferngeschaut, er hat Musik gespielt auf einem Keyboard. Also sehr viele Aspekte einer sogenannten Theory of Mind, dass er eben ein Bewusstsein hat und auch in anderen Wesen ein Bewusstsein erkennt, was als Voraussetzung für eine Person gilt, selbst nach Immanuel Kant. Hier noch ein paar Bilder von ihm. Jedenfalls sind wir dann am 6. Februar 2007 zum Bezirksgericht Mödling gegangen und haben dort einen Sachwalter für ihn bestellen wollen. Die Richterin, um das Verfahren zu eröffnen, haben wir eher so nicht dazu gesagt, dass es sich um einen Schimpansen handelt, sondern um den Herrn Matthias Pan. Die Frau war dann relativ böse, wie sie draufgekommen ist, aber das Verfahren ist dann gelaufen. Es gab dann zwei mündliche Verhandlungen. Hirsel konnte selbst nicht daran teilnehmen,
Das Medieninteresse war enorm. Es waren über 35 verschiedene Länder, die berichtet haben, auch afrikanische, arabische, amerikanische. Hier ist zum Beispiel BBC zu Besuch. Jedenfalls hat das Bezirksgericht das dann abgelehnt, und zwar mit der Begründung, dass wir keine Parteienstellung haben im Wesentlichen. Wir sind dann weitergegangen in den Berufungsgerichten bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und sind eigentlich immer auf dasselbe Problem gestoßen. Es wurde gesagt, das geht euch nichts an. Es wurde nicht entschieden, dass er eine Sache ist und Punkt und keinen Sachwalter kriegen darf. Wir hatten noch vier gute Expertisen, sondern es wurde nur gesagt, dass es uns nichts angeht. Er müsste selbst den Antrag stellen, aber solange er nicht das tun kann, kann man ihm auch keinen Sachwalter geben. In diesem seltsamen Zwiespalt wurde das dann sozusagen belassen. Die New York Times hat eine Umfrage machen lassen über unseren Hirsel und hat gefragt, ihre Leser und Leserinnen, was sagt sie dazu? Und 23% haben gesagt, er soll als Person gesehen werden. Weil was wir ja wollten als Sachwalter ist, dass er eine Person ist vor dem Gesetz und keine Sache. Wir wollten nicht jetzt nochmal seine Rechte ändern. Und als Person hätte er nicht mehr Eigentum sein können, aber selbst etwas besitzen. Der Sachwalter ist dann jener, der über diesen Besitz sozusagen wacht und schaut, dass er in seinem Interesse verwendet wird. Es wird dann öffentlich anerkannt, dass er ein Interesse hat. Er kann daher auch Gerichtsverfahren führen. Unter anderem hätte er führen können das Verfahren gegen die Republik bzw. gegen dieses Tierversuchslabor auf Schadenersatz. Das kann nämlich nur er führen. Das kann sonst niemand in seinem Namen. Nicht? Und dazu muss aber eine Sache sein, also eine Person sein. Solange er nicht als Person anerkannt ist, muss dieses Labor nicht dafür gerade stehen, dass es ihn illegalerweise hierher gebracht hat. Ja, jedenfalls haben wir versucht mit diesem Prozess, und wir haben zumindest eine Bewusstseinsdiskussion ausgelöst, dass wir diese Artgrenze übersteigen. Wir sehen eine historische Entwicklung, dass die Wesen sozusagen ihren Sachenstatus verlieren und als gleichberechtigte Personen anerkannt werden. Und jetzt eben die Frage, ob man auch die eigentlich rein künstliche biologische Artengrenze überschreiten könnte. Und dabei die Frage, also welche Rechte als letzter Punkt. In unserem Verfahren haben wir nur gefordert, dass er eine Person ist, das heißt grundsätzlich ein Rechtsträger. Wir haben keine zusätzlichen Rechte gefordert. Das heißt, er hätte dann nur das Recht gehabt, dass die Tierschutzgesetze, die bereits bestehen, sozusagen erzwingbar werden. Weil bei Sachen kann man das nicht erzwingen. Wenn ein Auto falsch parkt und die Polizei will dagegen nichts tun, kann ich nichts machen. Es geht mich nichts an. Wenn aber er als Person anerkannt ist, dann kann in seinem Namen jemand hier vor Gericht gehen und die Exekutive zwingen, diese Tierschutzgesetze auch zu exekutieren. Das Menschenaffenrechtsprojekt geht dann einen Schritt weiter, fordert Leben, Freiheit und Unversehrtheit als verbriefte Rechte. Das wäre dann ein weiterer Schritt auf Basis des Umstands, dass eine Person ist. Von den vollen Menschenrechten, die Wahlrecht, Religionsfreiheit und so weiter umfassen, ist allerdings auf keiner Ebene eine Rede. Hier folgt man mehr dem Prinzip, Gleichheitsprinzip von Peter Singer, der eben meint, dass die Interessen nur zu berücksichtigen sind, und für Menschenaffen gäbe es eben das Interesse für Wahlrecht oder Religion nicht und insofern auch nicht den Anspruch für ein Recht auf dieser Ebene. Aber für Leben, Freiheit und Unversehrtheit gibt es zweifellos die naturwissenschaftliche Basis, diese als Grundrechte einzufordern, und die Diskussion darüber ist eröffnet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Thank you.